Stars. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Krawatte schief, entschuldigen Sie diesen Hoppa, dass ich hier in sozusagen sensationeller Wochenendlaune, aber mit leicht schiefer Krawatte oder Schlips oder wie wir Eltern sagen, Binder vor Sie drehe. Gibt es sonst noch jemanden, der sagt Binder statt Krawatte? Mein Binder? Nein, aber wir Älteren, die wir uns ja abends zum Essen noch umziehen, die wir die bequeme Hausjoppe ablegen und in den Smoking schlüpfen, wir sagen Binder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Eheleute, ich weiß, 87% unserer Zuschauer sind verheiratet, weil die Werte noch etwas zählen. Die alten, traditionellen Werte, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Und deswegen hat man bei uns als Zuschauer noch den Ring am Finger. Und jetzt gibt es etwas für junge Menschen, für, wenn sie um die 50 sind und sagen, ja, ich möchte mich vielleicht mal binden, aber nicht gleich für immer. Und es kommt aus Spanien. Ein spanischer Anwalt, das gibt es, ja? Ein spanischer Anwalt hat ein Konzept erarbeitet. Er möchte durchsetzen, dass man sozusagen zunächst mal zeitlich begrenzt heiratet, so eine Art Leasing, ja? Und dann nach einer Frist von 2 Stunden oder einem Jahr sagt, nein, zurück zu Mutti oder wir bleiben zusammen, bis irgendeine Form von Tod uns scheidet. Tolle Idee aus Spanien. Moment, Moment, Moment. Darf ich mal was Prinzipielles sagen? Darf ich mal was Prinzipielles sagen? Werfen Sie sich nicht so weg mit Ihrem Applaus. Klatschen Sie sich nicht so billig an irgendetwas ran, was für unerfahrene Menschen wie ein Scherz aussieht, aber nur eine knallharte juristische Information ist. Die eigentlichen Pointen kommen jetzt. Erste Pointe, Ehe auf Zeit in Spanien. Das kennen viele weibliche Kegelclubs. 14 Tage Costa Blanca in der Hochsaison. Oder? Alonso, klar, wir heiraten. Es ist eigentlich ein bisschen gefühllos. Also, als ich gehört habe, ein Vertrag auf Zeit und dann entscheidet man, will man die Zukunft miteinander bringen oder nicht. Das ist irgendwie so kalt und gefühllos. Das hat mich ein bisschen erinnert an meinen Vertrag mit Sat.1. Auch der ist mir viel zu wenig emotional, aber ich bin nur ein kleiner, willenloser Sklave, der froh ist, wenn man ihm abends irgendwo einen Ball ins Bild hängt. Demnächst kommen Kinder wahrscheinlich heulend in die Schule und sagen, Mutti hat den Vertrag nicht verlängert. Man muss ja umdenken. Das wird ja auch ganz anders formuliert. Ja? Und die Formulierung im Vertrag heißt, willst du sie lieben und ehren bis zur Zigarette danach? E viva España! Meine Damen und Herren, darf ich Sie mal was Persönliches fragen? Haben wir nicht jeden Abend hier Gäste, bei denen Sie sagen, hui, bei denen Sie ausrasten, bei denen Sie sagen, ist ja ein echter Hammer, wer da jeden Abend kommt. Aber heute Abend, und gehen Sie mal in sich, es wird viel genörgelt bei uns in Deutschland, ja? Zeigen Sie mir mal eine Sendung im deutschen Fernsehen an einem Freitagabend, die 3 Megastars gleichzeitig aufbietet. Bei uns heute Abend zu Gast eine Frau, die morgen Abend einen Weltmeisterschaftskampf im Boxen bestreitet. Hier in Köln, Regina Halmich. Erste. Der zweite Gast. Der zweite Gast füllt keine Theater, er füllt keine Hallen, er füllt Stadien. Und wenn er normalerweise vor 80.000 Leuten die Bühne verlässt, dann sagt der Rest, der noch bleibt, oh, da kommen ja noch die Stones. Mit brandneuem Programm Rüdiger Hoffmann. Weiter.
Und der dritte Gast. Der dritte Gast, meine Damen und Herren, hat es überhaupt nicht mehr nötig, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Er ist so reich. Er ist so unfassbar reich. Er besitzt Häuser in jeder Stadt, in jeder Straße. Er ist kommerziell gesehen der Bill Gates des deutschen Humors. Und trotzdem sagt er heute Abend hier bei dir, da wärme ich mich auf, bevor es in die Kneipe geht. Karl Dall! Liebe Titanic-Fans, liebe Titanic-Fans, sind Sie auch so empört wie ich? Ich muss sagen, ich kannte ihn gar nicht, bevor er mit Demi Moore fotografiert wurde. Ich dachte erst, es wäre eine Pizza, aber jetzt weiß ich, Leonardo DiCaprio. Allein dieser Name ist schon. Leonardo DiCaprio ist nicht für einen Oscar nominiert. Eine Frechheit, oder? Da sind wir sentimentalen, emotionalen Typen doch richtig beleidigt, die wir schon 11-mal in Titanic waren. Titanic ist, glaube ich, für 621 Oscars nominiert in einer Kategorie. Und Leonardo DiCaprio ist nicht nominiert. Weltweit fordern die Fans eine Nachnominierung. Das geht, das kennen Sie von Berti Vogts. Ja? Und da bleib erstmal zu Hause und so, bis die Adduktorenzerrung ausgeheilt ist und dann komm noch. Und Leonardo DiCaprio will aus Protest die Oscarverleihung boykottieren. Stellen Sie sich mal sowas vor. Stellen Sie sich mal sowas vor. Eine Oscarverleihung mit 2500 geladenen Gästen in Los Angeles und Leonardo DiCaprio ist nicht da. Und Jack Nicholson und Al Pacino und Michelle Pfeiffer und alle sagen, wo ist Leonardo DiCaprio? Mensch, wo ist denn Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio ist nicht hier. What? Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich auch zu Hause geblieben. Ja. Und ich finde, Leonardo DiCaprio hätte zumindest nominiert werden müssen in der Sparte bester, gerade noch männlicher Hauptdarsteller. Oder? Und das Tolle ist, Leonardo DiCaprios Mutter lebt auch in Los Angeles. Sie war dort früher Sekretärin. Und sie heißt nicht irgendetwa Juju DiCaprio, sondern Irmeline Idenbirken. Stell dir sowas vor. Kommt, glaube ich, hier aus Bottrop. Da lebt, glaube ich, noch die Oma, wenn ich das alles richtig mit meiner Yellow Press-Bildung begriffen habe. Und ich weiß nicht, heißt sie Irmeline Idenbirken, was irgendwie cooler klingt. Hi, Irmeline Idenbirken. Ich rufe an, weil mein Sohn nicht nominiert ist. Fuck you. Ja. Aber ich glaube, sie heißt Irmeline Idenbeck. Irmeline Idenbirken klingt für mich ähnlich geil wie Ross Rebellieri. Wie? Sie wissen nicht mehr, wer das ist. Ross Rebellieri hat doch vor 20 Jahren mal im Vorbeifahren passiv Marihuana geraucht, da wollte man ihm die Goldmedaille wieder wegnehmen. Sie wissen doch, Nagano, Schneebrett, ja, ist doch alles noch nicht so lange her. Hm? Leonardo DiCaprio hätte überhaupt keine Chancen für den Oscar, selbst nominiert wurde, denn er spielt einen Verliebten. Ja? Und wenn Sie mal die männlichen Oscarpreisträger der letzten Jahre Revue passieren lassen, vor Ihrem geistigen Auge, wie das heißt, gestatten Sie mir diese Metapher. Wer hat ihn bekommen? Bekloppte? Behinderte? Blinde? Ja. Tom Hanks? Für? Philadelphia? Dann? Forrest Gump? Ja. Al Pacino für? Duft der Frauen, oder? Da kann man doch keine junge, blühende Pizza auszeichnen. Uah.
Und die früheren waren auch alle irgendwie. Es war schon lange, lange keiner mehr. Die meisten hatten in irgendeiner Form eine an der Klatsche, weil das ist einfach bei dieser Oscar-Kommission so. Das kütt vom Häze, ja. Und wenn sie da einer nicht mehr alle auf die Reihe kriegen, sagen, okay, geh mit dem Oscar. Eigentlich wäre das Ideale für mich gewesen, Forrest Gump auf der Titanic, oder? guck mal. Oh, ein Eisberg. Ja, das hätte doch was. Ich habe eine sensationelle Mitteilung für Sie. Wenn Sie morgen zu den modernen Ehemännern gehen, die einen Trenchcoat auf dem Markt tragen, der einen grün abgesetzten Klappkragen hat, dann sehen wir uns morgen. Ich bin auch da. Und Sie tragen vielleicht dazu einen Korb, der einen grünen Kunststoffboden hat. Neben Ihrer Gattin, die vielleicht Buntfalten-Jeans trägt und einen Trachtenjanker, der aber designed ist. Und wenn Sie so über den Markt schlendern und sich dann beim Bäcker in die Schlange stellen, weil Sie glauben, dieses Brot sei irgendwie gesünder, würde Ihr Leben verlängern, obwohl Sie nicht wissen, warum. Wenn Sie so ein Typ sind, dann möchten Sie vielleicht wissen, Bäcker, viele unserer Bäcker wissen überhaupt nicht, was im Brot drin ist. Ja, stellen Sie mal sowas vor. Ja? Weder Verkäuferinnen noch Bäcker, das hat man jetzt bei einem Test herausgefunden, konnten angeben, welche Bestandteile in losen Backwaren, so heißt das, Brötchen und so weiter, lose Backwaren enthalten sind. Ich selber weiß es auch nicht, ich möchte es auch nicht wissen. Ich möchte, dass mir mein Frühstück schmeckt. Ja? Es ist aber eigentlich so, also sagen wir so, im Kürbiskernbrot sind Kürbiskerne. Können wir, glaube ich, alle zustimmen. Gut, was ist im Fladenbrot? Ja. Oder? Gemüse. Zucchini. Bewusst einkaufen, ja? Was ist Grünkern? Stimmt das? Grünkern ist junger Dinkel? Ist das richtig? Nein? Junger Dinkel? Wenn das stimmt, wenn Grünkern junger Dinkel ist, was ist denn Dinkel? Ich kenne nur Standesdinkel. Aber das hat auch damit nichts zu tun, oder? Nein. Normalerweise hört man beim Bäcker diesen Dialog, was ist da drin? Können Sie nicht lesen? Sechskorn. Ja, Sechskorn. Was ist denn das, Sechskorn? Weiß ich doch nicht. Dreimal Weizen, dreimal Roggen. Ich mag Leute, die morgens paarweise auf dem Markt einkaufen gehen und sehr bewusst auswählen. Diese Leute mag ich fast so sehr wie Menschen, die im Speisewagen der Deutschen Bahn AG den Kellner fragen, ist die Soße sehr fett? Gerade da sollte man wirklich sich bewusst ernähren. Ist die Soße sehr fett? Probieren Sie halt. Es waren noch bei der Oma immer diese schönen alten Weisheiten. Roggenbrot macht Wangen rot, Weizenschrot, der Tag im Lot und Haferflocken stopft die Socken. Haben Sie das mal begriffen, warum Haferflocken die Socken stoppt? Ich nie. Ja? Aber es klingt, backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Eier und Salz, Butter und Schmalz, Milch und Mehl. Und jetzt kommt es, Safran macht den Kuchen gel. Was heißt gel? Ja. Ich meine, was heißt, macht den Kuchen gel? Sie kennen auch diesen Vers, oder? Was heißt das denn? Heißt das gelb? Ist das die Abkürzung? Aber da könnte man sagen, Safran macht den Kuchen gelb. Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gelb. Hätte man auch irgendwie durchgekriegt. Aber gel, meine ganze Kindheit habe ich gerätselt, ja? Was heißt Gel? Schreiben Sie uns das mal. Ich bin überzeugt, wir haben irgendwo einen Sprachliebhaber, der das weiß. Und vielleicht wissen Sie am Wochenende noch nicht, was Sie machen sollen. Ein Riesentipp, gehen Sie nach München, denn in München startet die türkische Filmwoche. Hochinteressante Sache, Titel der Filmwoche, die Döninale. Und Sie wissen, wir sind dabei, Kontakt aufzunehmen
mit unseren Freunden in der Türkei, mit der großen türkischen Late-Night-Show, die Ibo-Show. Groß auf der Dünninale, riesengroße türkische Katastrophenfilme, zum Beispiel Winterschlussverkauf 2. Oder der neue Film vom Wim Wenders, Der Hammel über Berlin. Der Hammel über Berlin von Wim Wenders. Ich gehe wahrscheinlich in diesen neuen Thriller aus Istanbul, Kebab, das schweigende Lämmer. Safran macht den Kuchen. Gel. Das heißt Gel. Sehr, sehr, sehr gespannt sind alle Fachleute auf die türkische Antwort auf Apollo 13. Und zwar ohne Tom Hanks. Es geht aber um einen Granada, der zwischen Antalya und Berlin liegen bleibt. Ja. Antalya, we have a problem. Falls Sie sagen, da können wir doch mal hingehen, da kaufen wir uns mal Karten. Das sind die Highlights. Wir laden Sie herzlich ein. Werden Sie Gast auf der Filmwoche, auf der türkischen Filmwoche in München und lassen Sie sich von uns verführen. Das sind die Höhepunkte. Freuen Sie sich auf die Tage des türkischen Films in München. Zum Auftakt des Festivals läuft der Film Tüdelik, zu Deutsch Die Kutsche, von Starregisseur Ökan Süksük. In diesem einfühlsamen Epos geht es überwiegend darum, dass sich drei Unbekannte in einer Kutsche treffen, die Kleidung tauschen und sich 6 Stunden lang versaute Witze erzählen. Weniger subtil und deshalb wohl auch Geheimtipp des Publikums ist die Komödie Zungenkuss am Bosporus mit der überaus talentierten Anatolien in der Hauptrolle, die ohne erhobenen Zeigefinger die Verklemmtheit junger Erwachsener persifliert und zu Recht für 4 Üzgürs nominiert wurde. Heiße Rhythmen und gekonnte Tanzeinlagen überzeugen beim Erstlingsfilm des Newcomers Erbin Dorbakan. Et küt wie et küt. Aussichtsreichster Kandidat auf den Kritikerpreis Goldene Tülle ist jedoch das neue Meisterwerk von Regielegende Günni Tok. Eine anrührende Liebesgeschichte, deren dramatisches Ende schon im Originaltitel verschlüsselt angedeutet wird. Tschüss. Die häufigste Frage, die uns fast überreicht, ist: Gibt es Neues von eurem Ossi? Sie wissen, wir haben einen Ossi, der bei uns arbeitet. Großartiger Kollege. Und er war jetzt einige Zeit lang unterwegs. Und er hat etwas sehr, sehr Neues für Sie vorbereitet. Was, glaube ich, auch den etwas unter Stress geratenen Bundesverteidigungsminister Volker Rühe sehr begeistern wird. Bitte. Meistens ist er ein erfolgreicher Börsenspekulant. Jung, cool, erfolgreich und manchmal sogar sexy. Aber immer bei Vollmond passiert etwas Schreckliches. Er kann nichts dagegen tun. Eine dunkle Kraft kontrolliert ihn. Das Grauen kehrt zurück. Das Unvorstellbare geschieht. Er wird zum Ossi. Er wird dich finden und er wird dich beißen. Du kannst nichts dagegen tun. Mein Gott, jetzt werde ich auch ein Ossi. Ja. Und denken Sie mal darüber nach, warum dieser Beitrag Volker Rühe besonders begeistern wird, meine Damen und Herren. Ein kleines Quiz für Sie zu Hause. Was ist das hier? Richtig, eine CD. Das hier ist die niegelnagelneue CD von Rüdiger Hoffmann. Er hat bisher, glaube ich, 60 Milliarden CDs und noch einmal so viel Musikkassetten verkauft. Seine Tourneen sind auf Jahrhunderte im Voraus
ausgebucht, er ist wieder unterwegs und für uns eine tolle Sache, dass er heute Abend hier bei uns zu Gast ist. Asien, Asien, so heißt das neue Programm. Herzlich willkommen, Rüdiger Hoffmann. Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber ich habe jetzt neulich mal bei mir zu Hause so ein Entspannungswochenende gemacht. Und da muss ich sagen, das war also sehr entspannend. Ich habe mich quasi von Freitag bis Sonntag entspannt, aber was das Zeug hielt, aber ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, da rief ein Bekannter an, fragte, ob ich mal eben rüberkommen wollte, so ein bisschen Fußball gucken, so schön gemütlich bei einem Bierchen. Da habe ich gesagt, keine Zeit. Ich muss mich gerade sowas von entspannen. Aber hallo. Ja, da habe ich mich erstmal so hingesetzt, hab die Beine hochgelegt. Aber sowas von hochgelegt, das hätte man sehr gut auch schon als Kopfstand bezeichnen können. Mir wurde richtig schummerig in der Birne. So, danach habe ich ein Entspannungsbad genommen. Da habe ich alles so reingetan, was ich so kriegen konnte. Wie Salz aus dem Toten Meer, französische Thalasso-Algen, esoterische Öle, was nicht alles. Das Zeug war hinterher sowas von zähflüssig. Ich hatte echt Probleme, da wieder rauszukommen. Das hätte man auch sehr gut als Mauerspachtel verhökern können. So, danach habe ich Heilfasten gemacht. Von 5 bis 6. Ja, so gar nichts gegessen. Nur so Säfte und Tees. Ja, das war am Anfang schon ganz schön hart, muss ich sagen. Aber ab 5, 6 ging es dann eigentlich. Ja, um mich dann wieder so langsam ans Essen zu gewöhnen, habe ich dann Diäten gemacht. Also eine nach der anderen, bis ich kotzen musste. Das war dann wirklich sowas von entspannend. Quasi eine natürliche Entschlackung. Mein Darm hat dann auch noch freudig in dieses Entschlackungskonzert mit eingestimmt. Und am nächsten Morgen bei der Arbeit war ich dann sowas von fertig, dass mein Chef nur zu mir meinte, mal lieber, gehen Sie mal lieber nach Hause und entspannen Sie sich. Rüdiger Hoffmann, eins müssen wir noch sagen. Ja. 22. 23. in Dortmund, ist es der Anfang einer Tour? Wo bist du da in Dortmund? In der Halle da. In der Westfalenhalle, was sollen wir uns noch mit Kleinigkeiten aufhalten? 4. April Hannover, 21. April Nürnberg und 26. 27. hier in Köln, überall die angesagten Hallen. Ich denke schon. Ja, für die Stadien ist es wirklich geil. Sag mir eins, darum beneide ich dich wirklich. Du warst im Programm mit den Stones. Ja, man sagt Vorprogramm, aber das stimmt nicht, weil du hast ja, es waren 80.000 Leute da. Ja, das ist ja schon mal ein unglaublicher Wahnsinn, dich zu kriegen. Als Kabarettist oder als NDR. Hast du die Stones
auch kennengelernt? Ich war hinter in der Garderobe, ja. Hm. Und wie war das mit Mick und Keith? Ach, war super, die haben gleich so gesagt, so, ey, Alter, ey. Schon, ja. Richtig. Ja. Lachen wir kaum. Aber auf Englisch, ne? Hey, oh. Ja. Irgendwie so, ne, you old motherfucker und so, ne. Das Übliche, ne. Wie lange geht jetzt deine Tournee, wie viele Städte? Ich glaube 70. 70 und dann alles nochmal wieder. Nochmal. Noch natürlich gibt die CD nicht nur als CD, sondern wenn ihr das hören zu anstrengend ist, auch als Buch und in den anderen Formen. Und das Ganze heißt Asien, Asien. Toi, 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 mein Lieber, bis zum nächsten Mal. Ja, Rüdi Hoffmann. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren. The King of Comedy. Er hat nichts mehr nötig, er hat es geschafft, er hat Geld ohne Ende, er hat Erfolg, er hat Anerkennung, er zieht sich zurück, er ist Privatier, könnte man sagen. Er reist um den Globus und hin und wieder schwebt er hier in unserer kalten Heimat ein. Und wir freuen uns immer, und es ist immer eine tolle Sache für uns, wenn er uns die Ehre gibt. Meine Damen und Herren, Karl Dall! Das kann man gar nicht nachvollziehen. Du, der alles gehabt hat, der alles kennt, aber... Dieses Gefühl hatte ich noch nie in meinem Leben, außer wenn ich meine Shows mache. Ja. Ja. Und vor meinem richtig guten Publikum sitze, dann tobt's ja auch, da geht der Bär ja ab, ja. Das, ich durfte das selber ein paar Mal erleben. Das war einmal, glaube ich, in Andernach. Ach. Ja, da hast du noch Dallas gemacht, da waren wir in diesem Hotel. Ja. Und da hast du ja 3 Shows immer pro Tag aufgezeichnet. Ja, manchmal 5, aber wir haben also aus 3 Shows 5 geschnitten. Ja. Unterrotzen, abkassieren und nach Hause fliegen, ja. Ja. Da, das war aber nie deine Mentalität, oder? Nein, nein, nein. Erfolg kommt von alleine. Da muss man nicht dran arbeiten. Ist das wirklich so? Ich komme raus und die Leute, die toben. Gestern Abend war ich in Berlin. Echo? War der nicht in Hamburg? Ja, in Hamburg, ja. Oder warst du als Einziger beim Echo in Berlin? Übermorgen war ich in Berlin bei Sabine Christiansen. Wirklich? Da bist du am Sonntag? Es geht um den Humor, wie der immer mehr verkommt seit Gildo Horn. Und da soll ich als Fachmann mit Walter Kempowski und ich, wir sind dort Analytiker. Das war übermorgen. Gestern war in Hamburg. Ja. Bei Echo. Junge, hippe Girls. Ja, ich kenne die meisten überhaupt nicht. Ja. Wie war das für dich? Schön. Stehst du da nur mit einem Bier in der Ecke und schaust dir an und sagst, ich hatte das alles? Ich habe dort eine Laudatio für eine Sängerin gegeben, Sabrina... Settlur. Hey, du kennst die. Ja, die war auch schon zweimal hier. Sehr, sehr attraktive junge Frau, sehr gute Musikerin. Die hat solche Schultern, ein Riesenkreuz, die alte, wirklich. Du, ja. Geht fürchterlich ab. Ja? Die Frau, die ist da... privat viel besser als auf der Bühne. Ja. Wie, habt ihr euch hinterher noch getroffen? Nee, die hat mich überhaupt nicht beachtet. Ja. Nein. Ja. Hast du... Dann habe ich noch als Journalist gearbeitet gestern. Ich habe in meiner ganz kleinen Videokamera habe ich einige Eindrücke, die habe ich eigentlich für dich gesammelt. Wollen wir uns da mal nicht... Das wäre fantastisch, ja. Ja. Zeigt es bitte mal. Ja. Könnt ihr euch mal alle eine nehmen? Mit der einen Hand gefilmt, mit der anderen durch meine Autogrammkarten. Wir haben auf John Bowie gewartet, aber ich kam da nur vorbei. So. Ich möchte gerne für jedes Jahr, was Sie mich jünger schminken, bekommen Sie 1 Mark. Ja. Das war die Maske. Jünger aussehen. Ja. Die kleine Kamera, die ich in der Hand habe, die hat das alles aufgenommen, seitenverkehrt. Mein Auge hängt jetzt da links und nicht rechts. Ja. Ja. Harald Schmidt grüßt. Wolfgang Petri. Grüß dich. Ich hab's nicht schlecht verstanden. Harald Schmidt grüßen. Helmut Schmidt, Mensch, den Altbund. Hallo Helmut. Hallo Harald, hier ist dein Bobo. Ich bin ja eh bald wieder in deiner Sendung und ich wollte nur sagen, wir lieben dich. Das ist dieser eine Ansager, Tina Roland und so. Das ist der kommt nie zu dir, der da singt. Der kommt nie zu dir. Warum nicht? Auch zu mir nicht. Ja. Der hat ein Brusttattoo aufgeklebt. Nein. Tschüss. Ja.
hatte Angst, dass er abkackt. Omin Kai. Das ist die Verlobte von deinem Chef, ne? Ja. Ja. Also lieber Karl und lieber Harald. Die habe ich mal früher in einem China-Restaurant kennengelernt. Also, das ist Peter Maffay. Oh, er hat jetzt ganz kurze Haare. Ja. Ja. Und das ist Sabrina Settlur. Frau Settlur, ja. Ach. Wir sind wieder zu dritt. Ja. Von John Bowie. Ja. Ah. Das ist der Arsch vom MTV. Ich weiß nicht, wie die heißt. Wie heißt die? Wie? Julia Wallet. Wallet, ja. Ja. Kann ich jetzt eigentlich Harald Schmidt grüßen? Der hat noch nie eine Einladung bei dir bekommen, hat sich beschwert. Er ist von Brisant, Axel Bulltaub. Der würde gerne mal kommen, auch für Nullinger. Hast du nie eingeladen? Nee, nicht mal angedroht. Oh, Scheiße. Das tut mir aber leid, ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Harald, wir vermissen dich heute. Katharina Witt, das war heute Morgen um 3:30, als die Fahrbereitschaft mich abgeholt hat. Ja. Ja, die Beine noch. Jetzt will ich meine Kamera wieder haben. Ja. Hör mal, das ist aber klasse. Mit so einer kleinen Videokamera aus hoher Qualität. Wenn die Inhalte stimmen, dann kann man nichts kaputt machen. Ja. Ja. Ich habe auch schon früher als Journalist gearbeitet, schon vor 35 Jahren habe ich für die Ostfriesen-Zeitung Kritiken geschrieben. Ja? Ja, über Kollegen. Damals Lach- und Schießgesellschaft und so, die mal so auf Tournee waren. Und warst du da hart oder warst du eher verständlich und versöhnlich mit den Kollegen? Na, ich hatte auch Kolumnen geschrieben, ich war natürlich ein Fan. Nicht? Aber ich habe auch Geschichten inszeniert, da war damals Franz Josef Strauß, der war im Wahlkampf. Und dann haben wir über Nacht dem so ein Hitlerbart angemalt. Und dann habe ich einen Artikel über politische Schmierereien in Ostfriesland geschrieben. Ja. Ja, so macht man Storys. Ja, sag mal, ich muss wirklich sagen, ich vermisse dich wahnsinnig bei 7 Tage, 7 Köpfe. Ach nee. Ja, und ich bin sehr, sehr vorsichtig, also wenn auf Schön, Quatsch. Dass du wieder raus bist. Du bist dem Rudi letzte Woche so in den Arsch gekrochen. Ich dachte, du könntest gar nicht mehr weitermachen, ja? Was denn? War Rudi Carell? Ja. Hier? Nein. Das ist nicht richtig. Der hat gesagt, du sollst kleine Hunde, junge Kinder einladen, damit du mehr Quote bekommst. Ja, bin ich jetzt ein junger Hund oder ein kleines Kind oder was bin ich da? Nein, aber ist ich verehre Rudi, das weiß er und das weißt du auch. Naja, ist es denn wirklich so, dass du... Ich mach keine Witze über Gebrechliche mehr. Nein. Ist das so tief, diese Feindschaft mit dir und Rudi? Weiß nicht. Das ist so wie bei Tic-Tac-Toe. Ich bin Toe. Ja. Also, Männerfeindschaften halten manchmal doch ein paar Jahre. Pflegen sie auch noch nicht. Wie kam das denn? Aber ich meine, du warst doch sein Freund. Ich habe doch dieses Special gesehen, was man zu seinem 60. Geburtstag gemacht hat. Wo er seine Freunde eingeladen hat und wo du und er da in seiner Wohnung saßt und Bier getrunken hast. Ich weiß ja, diese Runde, die 7 Köpfe, das ist eine ganz tolle Unterhaltung. Lief ja gerade wieder eben 5 Millionen Zuschauer, nicht? Ja. Aber es ist doch schon wahnsinnig, wie die Kollegen auf den armen Rudi immer einhacken. Ne? Ja gut, aber das ist ja was, wo ich das sage, da schnalle ich ab. Weil ich meine, es geht also von den allen Seiten, er wird dargestellt als senil, als impotent, als schwerhörig. Mit dem schwerhörig, das stimmt, glaube ich. Ja. Ja, aber ist das so, dass es sich nochmal kitten lässt zwischen Weiß euch? Weiß ich nicht, nein. Bist du denn unwillig? Bist du so ein, ich bist bin gar nicht so unwillig, ja, aber es gibt, wie gesagt, das ist auch blöd, da jetzt drüber zu resümieren und so weiter, das braucht seine Zeit, ne? Bist du verletzter? Nee, kann ich nicht sagen. Nein. Ich bin froh, ich fühle mich frei. So, es ist so, als wenn eine Ehe geschieden ist und man ist ganz frei und ungebunden und kann wieder was Neues anfangen. Sowas gibt's ja nicht. Ja. Ja, wie eine Beziehung, die im Arsch ist. Verstehe. Ja. Wollen wir das mal so auf sich beruhen lassen? Aber ich glaube, wir hoffen, dass es irgendwann mal doch mal wieder zusammen. Ihr gehört einfach irgendwo zusammen. Das weiß ich nicht. Das siehst du vielleicht so. Ja, das sehen, glaube ich, viele so. Er sieht es auch so. Meinst du, ja? Ja. Okay. Ich glaube schon. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, man wird dann auch so unglaubwürdig, weißt du, wenn man jetzt auf einmal wieder so knutscht sich ab, Zungenkuss vor Kameras und so weiter. Und der raucht ja so viel. Und dann Bist du denn überhaupt noch hier in Deutschland? Lass doch mal! Ja. Wenn Sie das begriffen haben, dürfen Sie ruhig, ja? So, was bin ich in Deutschland? Überhaupt noch in Deutschland regelmäßig, sodass du die ganze Szene hier verfolgst? Du bist doch überwiegend in Kanada. Nein, ich bin mal 2-mal im Jahr in Kanada, weil mein Töchterchen wohnt da.
Und dann gehen wir da aus. Und da habe ich den Vorteil, dass mich fast keine Sau erkennt auf der Straße. Ja. Ich kann mich völlig frei bewegen. Ja. Ja. Und Dall heißt ja in Amerikanisch oder Englisch Gaga oder so. Ja. Es gibt auch in Kanada ein Dall Sheep, ein Dall Schaf. Das hat zwei Riesenhörner und ein Riesenteil. Ja. Also wenn die Dall hören, dann denken sie an Schaf und an Gaga. Ja. Und damit lässt sich das für dich dort prima. Sehr, das ist ein schönes Leben. Ja. Und dann sollst du so viel auf Hawaii sein, so viel ich Zeit war, verbringen. Ich war einmal auf Hawaii, auf Maui habe ich mal Urlaub gemacht, 3,5 Wochen. Das ist alles. Mehr nicht? Ich dachte, ja. Du hättest jetzt da auch schon Häuser. Ach, Häuser. Hör mal zu, überall Häuser. Immobilien ist ja die beste Anlage, da sollten wir uns mal nach der Sendung drüber unterhalten, ja? Ich kann dir ein paar Häuser verkaufen, die also sich sowas von beschissen vermieten, wenn du mir die ab... Ja. Wie denn? Hast du im Osten investiert, Karl? Ja. Ich hole immer noch, ich habe nicht investiert, aber ich mache manchmal noch Tourneen, da gehe ich in die Ostzone und dann hole ich da so die Kohle raus. So. Wie in die Ostzone, das heißt nicht mehr Ostzone, in die neuen Länder. Ja, Görlitz und so weiter, ja. 700 Zäpfchen, wenn die lachen. Ja, ist schon ein wahnsinniges Gefühl. Ja. Ja. Und da tust du? Ja, da tue ich mit meinem Programm. Wie heißt dein Programm? Ja, ich arbeite jetzt schon wieder an einem neuen. Ich will jetzt eine Imagekorrektur machen. Was heißt und zwar das? Singe ich jetzt richtig schön. Das kann natürlich voll in den Arsch gehen, aber ja. Ich mach's dann. Was heißt das, du singst richtig schön? Richtig schöne Lieder, einen schönen Liederabend. Ich war ja mal Gliedermacher in einer Puppenfabrik, der Berliner Gliedermacher. Ja. Damals Hannes Wader, Reinhard May und so weiter. Und jetzt will ich richtig schön singen, so ganz toll. Und die alten Leute, die fahren da fürchterlich drauf ab und die Jungen auch. Ja. Also ich kann ja richtig gut singen. Ich mache mich immer nur kleiner, als ich eigentlich bin. Das ist ja eigentlich auch mein Problem. Ja, deswegen bin ich auch wohl hier, oder? Ja. Ich glaube, da freuen wir uns, wenn du mit diesem schönen Liederabend hier vorbeikommst. Ja? Ich hätte ja, aber da wir ja nichts geprobt, ich hätte gerne eine Kotzprobe gegeben davon, aber ich habe auch noch nichts drauf, nicht? Aber wenn es soweit darf ist, darf ich dann noch mal kommen? Dann wäre es schön, wenn du noch mal bei uns vorbeikommen würdest. Das ist wahnsinnig. Ja? Ist jetzt meine Zeit abgelaufen? Jetzt ist deine Zeit zumindest hier bei uns abgelaufen. Ach, hier schon, ja? Ja. Okay. Ja. Ich kann auf der Hand lesen. Ich sag einfach mal, ja. Da ich aus der Hand lesen kann, da kommt noch eine ganz tolle Frau. Ja. Wie heißt sie? Regina Halmich, die morgen Abend mit einer ganz anderen Fresse rumläuft, weil sie einen Boxabend hat. Morgen Abend Titelverteidigung, Weltmeisterschaft im Fliegengewicht, Boxen der Frauen. 11-mal hat sie diesen Titel bereits verteidigt. Herzlich willkommen, Regina Halmich. Wenn man dich so sieht und das nicht weiß, dass du Boxerin bist, ist es kaum zu glauben. Ja? Das ist schön. Wirklich. Sehr, sehr attraktiv und überhaupt keine Spur, nicht mal irgendwie so ein Rest vom blauen Auge oder irgendwas an der Nase, nichts, gar nichts. Ja gut, dass wir uns nicht morgen sehen. Ist es denn so, wie Karl Dall schon scherzhaft vermutet hat, dass das Gesicht ein bisschen anders aussieht hinterher? Nein, also so ein blaues Auge, das habe ich meistens nach dem Kampf, aber das ist also nichts Ernsthaftes. Ja, hauen denn Frauen eigentlich mit genau der gleichen Aggressivität drauf wie Männer oder ist man da doch irgendwie mental ein bisschen anders drauf? Nein, also die Frauen, die sind, würde ich sagen, fast noch aggressiver als die Männer. Wirklich wahr? Woher kommt das denn? Ja, das weiß ich nicht. Also, ich denke mal, das liegt so in der Natur der Frau. Die sind halt noch mal ein bisschen gefährlicher, weißt du doch. Ja, aber ich meine, bevor man dann sozusagen verbal aggressiv wird und dann so richtig zuhaut, aber du bist wahrscheinlich privat gar nicht so aggressiv, oder? Nein, privat bin ich ganz ausgeglichen, ist ja klar, wenn ich zweimal am Tag trainiere und da geht's richtig rund, dann brauche ich abends nichts mehr. Wir können uns mal, der Kampf ist morgen hier in den Sartori-Sälen, einen Ausschnitt anschauen, damit Sie einen Eindruck haben, falls Sie es noch nicht gesehen haben sollten, wie das aussieht, wenn Regina Halmich... Also... Wahrscheinlich ist das schon ein Klischee, was man hat als Zuschauer.
Für mich sieht es schon sehr, sehr, sehr hart aus. Ich finde es auch sehr hart bei Männern, aber irgendwie ist es dann, zumindest in dem Rollenbild, was man hat, passt es doch eher zu Männern. Ist das eine Sportart, die sich auch für Frauen immer mehr durchsetzt, auch bei den Zuschauern? Auf jeden Fall. Also in Deutschland ist es halt noch nicht so bekannt, jetzt wie zum Beispiel in Amerika. Ja. Da sind die uns weit voraus, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall kommen, auch in Deutschland. Und das wird dann nicht nur eine Modeerscheinung sein, sondern auch wirklich Sport. Wie sieht es denn aus gesundheitlich? Also ich sag mal, die weibliche Brust ist ja doch empfindlicher als die männliche. Unter der Gürtellinie ist bei beiden Boxarten tabu. Das werde ich tausendmal befragt. Ne? Ich finde das auch immer interessant, dass sich die Männer so um unsere Brust Gedanken machen. Das finde ich schon erstaunlich. Ja, weil ich mir vorstelle, also, naja, Moment. Das ist ja nicht nur so, also... es ist ja nicht nur so, dass man sagt, wäre schade, wenn da was weggeklopft wird. Aber es ist ja auch mal rein vom Medizinischen her, wird ja doch mit der weiblichen Brust ein anderer Aufwand getrieben mit Untersuchungen, mit Abtasten wegen Krebs und so weiter. Und da kann ich mir vorstellen, Schläge da drauf sind nicht ganz das Ideal. Also ich kann dich beruhigen, die Frauen, die hauen sich nicht gegenseitig auf die Brust. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Und das machen wir auch nicht der Fairness halber. Aha, aber eher, also es ist sozusagen, man macht es einfach nicht. Aber es wäre nicht gerade das Ideale, wenn es passiert. Auf jeden Fall nicht. Ja. Wie ist es denn, bist du verheiratet oder liiert? Ja, also ich habe einen Freund. Du kommst ja aus Karlsruhe. Genau. Ja. Das finde ich übrigens sehr sympathisch. Ja. Wieso? Ja, weil es irgendwie so, ich habe dich schon in Interviews gehört und so, das hat immer so eine verbindliche Art. Ne? Also das ist sozusagen noch ein größerer... Das ist warmherzig. Ja, es ist noch ein größerer, ein bisschen gemütlich und naja, Badenser und so. Ja. Das ist noch ein größerer Kontrast eigentlich zu dieser harten Sportart. Ja. Findest du? Finde ich schon, durch den Dialekt. Da haben wir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, was mein Dialekt jetzt mit der Sportart zu tun hat. Ja, nein, es macht das Ganze ein bisschen weicher und man kann sich noch weniger vorstellen, dass dann plötzlich die Linke ohne Ansatz kommt. Also gut, geht zumindest wenn du mir das so. Sagst. Ja? Und bei Fußballern und so weiter, bei männlichen Leistungssportlern, weiß man ja, ab ins Trainingslager, ab ins Doppelzimmer im Hotel, sexuelle Enthaltsamkeit. Du meinst jetzt kein Sex mehr? Ja, nee. Also da kann ich dich beruhigen. Eine Woche vor dem Kampf gehen wir nämlich in ein Hotel. Auch wie die Fußballer. Ja. Und da leben wir auch völlig abstinent. Ist es auch wirklich so, dass man dann sozusagen diese Hormone, die sich anstauen, sozusagen gleich in den Begrüßungsschlag für den Gegner legt? Wahrscheinlich. Ja. Ich habe dir noch was mitgebracht. Ja. Und zwar, damit halte ich mich auch fit, Tonalin. Weil du siehst auch immer so ein bisschen blass aus. Also ja. Du hast eigentlich dasselbe Problem wie ich. Und ich denke mal, das liegt auch daran, dass du auch nicht so viel Gemüse, Salat isst. Nee, das ist also eine ausgeglichene Ernährung. Da habe ich mir gedacht, nimm doch mal welches von den herrlichen Pillen. Kommen die aus Amerika? Nein, die kommen nicht aus Amerika. Das ist kein Doping, sondern das hält dich einfach fit. Aha, und das ist sozusagen, das sind wertvolle Stoffe, die man in der Nahrung gar nicht findet. Das ja? ist richtig, Tonalin, ja. Oder ist das jetzt Werbung? Nein. Das ist jetzt überhaupt keine Werbung. Nee. Da bin ich voll überzeugt von. Ich dachte, wenn es mir gut tut, dann tut es mir bestimmt auch gut. Wie sind deine Erwartungen an deinen Kampf morgen? Ja, natürlich, der Kampf wird sehr hart, wird schwierig werden. Aber ich hoffe natürlich, dass ich als Siegerin aus dem Ring steigen werde. Ja? Und lohnt sich das für Frauen mittlerweile auch finanziell? Ja, ich verdiene schon ganz gut bei Klaus-Peter Kohl. Das ist unser Promoter, das ist der größte Boxstall in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa. Aber natürlich ist es noch nicht so wie bei den Weltmeistern, wie bei meinen männlichen Kollegen. Hast du denn von denen auch irgendwie ein Vorbild? Ja, in Deutschland ganz klar Darius Michalczewski. Ja? Ja. Ah, das finde ich interessant. Also nicht der Gentleman-Boxer Henry? Nein, ich stehe mehr auf so aggressive Typen wie Darius. Hast du schon mal mit ihm trainiert? Ja, ich sehe den jeden Tag, aber trainieren werde ich mit dem nicht. Nee, weil da geht dann doch bei beiden das Tier durch, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich finde das sehr faszinierend. Und wir werden das morgen beobachten, wie das läuft. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, Dankeschön. Dass du den Titel verteidigst. Und komm mal wieder bei uns vorbei und halte uns auf dem Laufenden. Ich werde das hier mal testen. Ich dachte eigentlich, du nimmst das jetzt gleich, ne? Da weiß ich nicht, wie die Wirkung ist, weißt du. Das muss man da erst beim stillen Kämmerlein ausprobieren. Gut. Ja, Regina, alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Morgen Dankeschön. Abend hier in den Sartorius-Hell in Köln. DSF überträgt den Kampf live. Ja? Ja. Danke dir, alles Gute. Meine Damen und Herren. Bis dann. Tschüss. Thank you.